Ostukraine. Seit Mitte April führt Kiew einen Militäreinsatz zur Unterdrückung der Anhänger der Unabhängigkeit im Osten der Ukraine. Am stärksten war der Widerstand in Slawjansk im Norden des Gebietes Donetsk. Mehreren Städten im Gebiet Donetsk droht eine humanitäre Katastrophe. Kramatorsk, Slawjansk, Druschkowka und andere Ortschaften sind seit 10 Tagen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die humanitäre Situation in der Stadt hat sich rapide verschlechtert, nachdem vergangenen Wochenende, als die ukrainischen Streitkräfte zur Amtseinführung und dann auf Pfingsten für die Slawjansk-Bewohner eine echte blutige Dusche eingerichtet haben. Granaten, Bomben, Geschosse, Raketen fielen auf die arme Stadt praktisch ununterbrochen. Lugansk. Die Volkswehr im umkämpften ostukrainischen Lugansk hat in der Nacht zum Dienstag nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Panzerfahrzeuge der Regierungsarmee vor den Toren der Stadt gestoppt. Moskau. Gegenüber dem Südosten der Ukraine wird ein Szenario der ethnischen Säuberung angewendet. Präsident Poroschenko solle sich nicht an der Nase herumführen lassen, erklärte der russische Außenminister Lavrov gegenüber Journalisten. Kiew, VSA. Nach Informationen von WikiLeaks hat der neue ukrainische Präsident seit Jahren ein sehr enges Verhältnis zu den Amerikanern. Er hielt die VS-Botschaft über aktuelle politische Entwicklungen auf dem Laufenden. Als besonders nützlich betrachteten die Amerikaner Poroschenkos Tätigkeit für die Zentralbank der Ukraine. Ukraine. In der beliebten ukrainischen Talkshow Schuster Live sollte der britische Journalist Franchetti, der vom Moderator als enger Freund bezeichnet wurde, dessen Worte es wert wären zu glauben, über die Lage im Südosten berichten. Anders als von einem westlichen Journalisten erwartet, erzählte er davon, was er sah. Die eher regimetreue Besetzung im Studio war sichtlich überrascht über dessen Worte, zumal er von der schlechten Ausrüstung, der fehlenden russischen Unterstützung, den faschistischen Truppen aus dem Westen erzählte, ohne die Rebellen im Südosten zu verteufeln. Kiew. Vor dem Lieferstopp hat es die Ukraine laut Regierungschef Jastsenyuk geschafft, 14 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas in eigene Untergrundspeicher zu pumpen. Die Reserve dürfte bis Dezember reichen. Naja. Ukraine. An einer Erdgasleitung in der Ukraine hat sich Richtung Europa eine Explosion ereignet. Laut Außenministerium gäbe es Hinweise auf einen terroristischen Akt. Slowakei. Das russische Gas kommt über das Gebiet der Ukraine im gewöhnlichen Modus in die Slowakei, sagte Faram Shugurian, ein Vertreter der slowakischen Firma Eustream, die die Lieferungen von russischem Gas an die Slowakei und seinen Weitertransport in andere europäische Länder sicherstellt. Laut Shugurian weist die Firma von dem heutigen Vorkommnis an der Transitpipeline Urengoy-Pomari-Uschgorod im Gebiet Poltawa in der Ukraine, durch die das russische Gas nach Europa geliefert wird. Brüssel, Ukraine, Russland. Gaskrieg, welcher Gaskrieg? Zu Details schweigt sich Brüssel aus. Nicht mal zur Frage, wer an der verfahrenen Lage schuld sei, will sich die EU-Kommission äußern. Einerseits stützt Brüssel die pro-westliche Regierung in Kiew mit Milliardenhilfen. Andererseits sind viele EU-Länder von dem Gas abhängig, das durch die Ukraine aus Russland gen Westen fließt. Solange die EU die Regierung in Kiew vorbehaltlos stützt, dürfte diese kaum von ihrer kompromisslosen Haltung abrücken. Schon gar nicht, wenn Brüssel zugleich Sanktionen gegen Moskau vorbereitet. So ein Theater, also ehrlich. Doch genau das passiert derzeit. Die Kommission gibt zwar keine Auskunft, doch offenbar bereitet sie sich weiter auf Phase 3, den Handelskrieg, vor. Auch Berlin stellt sich darauf ein. Tja. Brüssel. Die EU-Kommission hat Dienstag vereinbarungsgemäß eine weitere Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro im Rahmen der makrofinanziellen Hilfe an die Ukraine überwiesen. Zuvor hatte die EU diese Summe selbst auf dem Markt geliehen. Aha. Wien.
Das österreichische Öl- und Gasunternehmen OMV ruft die EU dazu auf, das Projekt Süß Stream schneller umzusetzen, erklärte am Dienstag Unternehmenschef Reuss. Die EU sollte die Verhandlungen zu Süß Stream nicht einstellen, sondern sie umgekehrt beschleunigen, sagte er. Madrid. Spanien baut neue Pipelines, will Europa unabhängiger von Gazprom machen. Sogar Erdgas aus Nigeria soll nach Europa gelangen. Brüssel. 5 weitere Gentechnikpflanzen dürfen wohl bald in die EU importiert werden. Es handelt sich um Soja- und Maispflanzen von Monsanto, Bayer, BASF, Pioneer. Auch sie waren werden in den Futtertrögen der hiesigen Stelle landen. Deutschland enthielt sich bei der entscheidenden Abstimmung letzte Woche der Stimme. Insgesamt kam keine qualifizierte Mehrheit zustande. Nun kann die EU-Kommission den Gentech-Events grünes Licht erteilen. Von hinten durch die kalte Küche. Nicht schlecht. Ich hoffe, die Leute besinnen sich und kaufen den ganzen Schrott nicht mehr. Wiesbaden. Gerade hat das Statistische Bundesamt die Broschüre Bildung in Deutschland 2014 veröffentlicht, deren Ziel darin besteht, eine umfassende empirische Bestandsaufnahme vorzulegen, die das deutsche Bildungswesen als Ganzes abbildet. Erstellt wurde die Broschüre von einer Autorengruppe aus verschiedenen deutschen Verbänden und Ämtern. Welche Ämter? Viele Köche haben also in diesen Bildungsbrei gerührt. Umso erstaunlicher, dass eine Broschüre dabei herausgekommen ist, die an politischer Korrektheit nicht zu überbieten ist, deren Auslassungen an Geschichtsfälschung grenzen, in jedem Fall aber verhindern, dass die Broschüre auch nur in die Nähe einer umfassenden empirischen Bestandsaufnahme der Situation der Bildung in Deutschland kommt. Tja, dazu brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu äußern. Ist ja auch nicht gewollt. Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag hat die deutsch-kanadische Firma Central European Petroleum, also CEP, an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern einen weiteren Schritt gemacht, um eine neue Erdöl-Lagerstätte zu erschließen. Haha. Bereits vor 3 Jahren war das Bohrloch fertiggestellt worden, rund 2700 Meter tief, dann nochmal 1000 Meter horizontal in der erdölführenden Schicht entlang. Nun begann die Umweltverbrecherfirma damit, insgesamt 1500 Tonnen Flüssigkeit einzupumpen, um das Gestein entlang der Bohrung für eine Testförderung aufzubrechen. Oder will sie es öffnen? CEP-Jargon? Der Unterschied ist nicht nur rein sprachlicher Natur, denn der englische Begriff für Aufbrechen ist Fracking. Damit ist der Salat angerichtet. Das muss einfach nur noch ein Ende haben, diese Schweinereien überall. Also man kann es wirklich langsam schon nicht mehr lesen. Wirklich wahr. Ravensburg. Geahnt haben wir es ja schon immer, dass sich an der Spitze Deutschlands ein Diebesgesindel gesammelt hat. Aber nun haben wir es amtlich. Gegenüber der rheinischen Pest hat Schockenhoff ganz deutlich gesagt, dass er weitere Sanktionen gegen Russland fordert, wenn die Russen sich ihr Gas nicht weiterhin von der Ukraine stehlen lassen. Es fällt einem wirklich nichts mehr ein. Die gute Nachricht. Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Bekümmert sie sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muss dem Mächtigen, der ihn bezahlt, um Brot und Stiefel seine Stimmen verkaufen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Friedrich Schiller. Und das war's wieder mal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen schönen Abend und verbleibe wie immer eure Conny, die Biene vom Honigmann. Einen wunderschönen Abend, wie gesagt, und tschüss.